Willkommen zurück zu Yada Cocoon. Wir sind im Libellenwald in der Unterwelt. Schauen wir mal, dass wir hier durchkommen, ohne 1000 Monster-Encounter. Allerdings ist hier dieses Mal ein deutlich schnellerer Gegner als beim letzten Mal. Ein Amazak, der uns mal eben so erwischt hat. Ja, ne? Wir hätten da einen sehr stark angeschlagenen Patakuga gegen. Oder wir könnten auch Tearfraid rausholen. Patakuga wäre nicht so clever, das Vieh ist ja schließlich Wasser. Herped up. Wir holen mal unseren guten alten Tearfraid raus, der ihn wahrscheinlich wieder one-hitten wird. Scheint mir die einfachste Lösung dagegen zu sein. Ist wahrscheinlich sogar sicherer, als einfach wegzurennen. Natürlich nicht, wenn unsere Angriffe verfehlen, das ist immer doof. Damit haben wir wieder seinen großen, fetten Wasserangriff gegen uns. Splish, splash. Komm schon, Erdangriff. Hauen um. One-Hit! Bams! Ach, Tearfraid. OP, OP. Wunderbar, noch ein paar Erfahrungspunkte für Tearfraid, die er nicht so richtig braucht, aber trotzdem kriegt. Und dann gehen wir noch ein paar Meter weiter. Hier ist dieses Mal doch ein Monster. Okay, ich dachte gerade, hier steht keiner auf der Brücke, aber er stand nur ein paar Schritte weiter hinten. Der einzelne Skarunga. Okay, dagegen rufen wir jetzt aber wieder unser Feuermonster. Genauso wie beim letzten Mal. Also dann, Patakuga, Spezialmove Feuerangriff. Dein Job, hau ihn um. Bonk. Nummer 1. Dieses Mal mit Stufe 14 gegen Stufe 14. Mal gucken, ob wir dieses Mal tatsächlich mit 3 Angriffen auskommen werden. Sofern wir nicht daneben hauen. Dem Schaden, nach dem wir verursachen, sollten wir mit unseren 3 Angriffen auf jeden Fall auskommen. Bonk, bonk, bonk. Lustiges Hin- und Herbonken. Feuerangriff. Bonk. Tot. Sehr gut. Skarunga besiegt. Das könnte Level 15 für uns bedeuten. Zup. Jupp. Stufe erhöht. Stufe 15 für Patakuga. Immer noch Stufe 11 bei Mardrak. Bei Gelegenheit mal gucken, dass wir Mardrak die Stufe hochkriegen. Oder die Stufen. Dass wir den hier auch auf dem aktuellen Level haben. Und dann schauen wir doch mal hier vorne, wie es mit dem Türchen aussieht. Ach, meine Güte, so viele von den Viechern. Brauchen wir wieder den Schlüssel oder kommen wir durch? Ne, wir haben den Schlüssel, das ist sehr gut. Das heißt, wir kommen durch. Die Frage ist, ob der Boss auch direkt hier vorne sein wird. Was ist das denn? Es verfolgt mich. Mach das weg. Ist eklig. Das ist das gleiche Vieh, aber da ist auch eine Kiste auf der Seite. Ja, dann muss ich hier wohl durch. Haben wir uns Skelettschlüssel? Ich hoffe. Oh, 2. Zulmot und Skarunga. Tschüss, sagt Levanta. Was? Okay, das Wegrennen hat nicht funktioniert und er hat sofort das Menü wieder geöffnet, wodurch ich aus Versehen angegriffen habe. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ganz schlecht. Guck mal, wie viel Schaden die machen. Wir haben ein Problem. Wir rufen mal lieber. Und zwar rufen wir Tearfraid. Bevor wir jetzt aus Versehen sterben, rufen wir Tearfraid. Und Spezialmove Erdangriff. Kill mal Zulmot. So gut wie möglich. Ja, wirklich so gut wie möglich. Ich wünsche, wir hätten keinen elementaren Nachteil gegen Skarunga. Okay, er darf sowieso nicht angreifen, das ist sehr gut. Dann greift Zulmot bitte nochmal an. Bams! Ach, 10 übrig geblieben, natürlich. Wie sich das gehört, nicht wahr? Autsch. Crit! Jau, genau. Hau mir einen Crit rein, so wie sich das gehört. Mistviech. Hol mal Mardrak raus. Dun, 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 dun. Okay, Mardrak kann dann Zulmot töten. Mardrak, mach einen Platz. Headbutt! Um. So, das sollten seine Level sein. Was schon mal sehr viel wert ist. So, dann machst du mal einen Windangriff auf Skarunga. Bams! Ja, nicht übermäßig viel. Aber ist schon okay. Und dann wechseln wir auf Patakuga rüber.
weil wir die Feuerangriffe brauchen werden. Spezialmove, Feuerangriff. Bams! Nice. Und nochmal, Spezialmove, Feuerangriff. Bams! Fast tot. Okay, okay. Ja, hau ihn einfach mal um. Mit Patakuga. Bump! Ins Gesicht. So, das sollten ordentlich Level zumindest sein. Level, Level, Level! Jo, Stufe 15 für Mardrak. Plus 6 Angriff, plus 4 Abwehr, plus 2 Magieangriff, plus 2 Magieabwehr, plus 3 Tempo, plus 106 HP, plus 9 Mana. Wunderbar, wunderbar. So muss das sein. Und jetzt gucken wir mal, was in der Kiste da eigentlich drin ist. Sofern wir sie dann öffnen können. Skelettschlüssel benutzt. Belitteröl, Kastanienöl, Schlafsporen, ganz viele. Okay. Ich glaube, wir sollten mal wieder unser Inventar sortieren. Reihenfolge. Können wir vielleicht mal ein bisschen was von dem Öl benutzen, um unsere Monster zu heilen. So, was war wofür? Schärf die Klauen deines Dieners. Dann schärfen wir doch einfach mal Tefraids Klauen. Jawohl, das hält ihn nämlich direkt voll. Des Weiteren haben wir unglaubliche Mengen an Krugwurz dabei, damit Levant nicht auf niedrigen HP bleiben muss. Und soweit ist erstmal wieder alles gut. Ja. Dann gehen wir mal in den Norden weiter. Das Viech da blockiert jetzt sowieso den Südausgang. Hat sich da einfach mal ganz frech vorgestellt, damit wir da nicht wieder rausgehen können. Schauen wir mal, ob wir den Boss schon hier haben. Die Speicherstation ist auf jeden Fall immer noch da. Hallöchen. Kikinak. Bist du zu Hause? Sieht so aus, dann ist lädt. Hey Kikinak. Schön, dich wiederzusehen, denke ich. Gemach, gemach. Warum so eilig? Suchst du irgendetwas? Ja, deinen Tod. Hast du eigentlich davon gehört, dass Kelma Mabu liebt? Aha. Wie bitte? Hast du nicht? Tja, früher oder später hättest du es sowieso rausgefunden. Also sag ich's dir, als Freundin. Das ist zu nett von dir. Ja, der wollte ja auch auf sie aufpassen. Kelma erzählte mir, dass du etwas hast, das ihr nicht habe. Tja, ein automatisch versprochenes Mädel. Hast du geglaubt, ihr wärt Freunde? Was bist du für ein Dummkopf? Er ist eifersüchtig auf dich. Immerhin ist er verliebt in Mabu. Was? Du glaubst mir nicht? Wie blöd bist du denn? Nun, wie findest du das? Er transformiert in den nächsten Boss, schätze ich. Ich denke, das will er wissen, wie ich es finde. Das finde ich fragwürdig. Aber okay, Kikinak. Du bist ein passender Windboss, schätze ich. Hä? Ja, es ist wahr. Ich bin eifersüchtig auf dich. Das finde ich nicht so überzeugend, wenn du dich in irgendwen verwandelst. Wusstest du das denn nicht? Ich wurde geboren, um ein Niemand von einem Schmied zu werden. Und du? Du wirst der Kokonmeister. Den alle hassen. Sehr nützlich. Egal, wie sehr ich Mabu auch lieben würde, sie kann mir niemals gehören. Ich weiß, dass ich überhaupt nichts dagegen tun kann, aber... Ich beneide dich. Ich habe diese Bräuche sowas von satt. Und das ist die reine Wahrheit. Armer Kelma. Er war so ein wichtiger Charakter, es interessiert mich unglaublich, was er will. Boah, dann haben wir hier wohl unseren nächsten Boss. Der Meister des Windes. Wobei der eher blau aussieht. Winddämon. Freundschaft und Eifersucht. Welch sündiges Dasein. Oh. Ich habe die schwarze Seite seines Herzens fest im Griff. Wie du meinst, Winddämon. Ja dann, auf in die Schlacht, Mr. Rüsselmann. Dann sollten wir erstmal wieder ein elementares Feld einstellen, schätze ich. Der Winddämon. Wir nutzen... Sump. Moment. Lass mich überlegen. Wind, das heißt, wir brauchen Feuer, ja. Feuer frisst Wind. Das heißt, wir brauchen Agnis Gnade. Agnis Gnade! Schwump. Feuerelementar. Und er transformiert in
Seterian. Aha. Das Viech ist ja wunderschön. Autsch. Wir sind scheintot. Batakuga? Hilf mir? Wir hätten die MP heilen sollen. Shrabizamu, Feuerangriff bitte. Bumm. Ja, es macht nicht so viel Schaden, wie ich mir das erhofft hätte. Gegen Seterian. Außerdem Schlafstatus, das ist gar nicht gut. Wir schlafen. Ach Gott, der kann sich auch noch heilen, der Dreckskerl. Ja, das wird ja ein lustiger Kampf. Wir haben keine MP mehr. Hm. Ob wir den Kampf gewinnen können, das sieht sehr schlecht für uns aus. Ja, unglaublicher Schaden, den wir da gemacht haben. Bin stolz auf dich, Batakuga. Also, huiuiuiui. Wir wechseln mal lieber und zwar auf... Ja, Tefrit macht keinen Sinn. Nehmen wir Mardrak raus. Ob das was wird? Mach mal einen Windangriff drauf. Bams! Schaden macht er zumindest. Na, ich habe so ein bisschen Angst vor seinen Riesenattacken hier. Autsch. Windangriff. Ich habe vergessen, diesen blöden Deva-Spiegel zu benutzen, fällt mir gerade ein. Das Problem ist, dass seine Angriffe so dermaßen stark sind, dass unser Hauptcharakter einfach stirbt und wir den im Kampf lassen. Hm, Mardrak wird gleich krepieren. Wenn wir ihn jetzt weiter drinnen lassen, dann ist er tot. Die Frage ist, ob es Sinn macht, Mardrak überleben zu lassen. Mardrak, attackier ihn mal bitte. Die Frage ist, ob diesem Boss irgendwann die MP ausgehen. Ja, Levant, ne? Was soll ich da sagen? Wir haben ziemlich viele Probleme. Nutz mal... wir haben irgendwo diese komischen Wurzeln gekriegt. Zap, 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 zap. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Schaplika Ex... Da! Tendai Uyaku. Die uns komplett voll heilen. Schmeiß mal rein, Levant. Zump! Einmal Vollheilung bitte, dankeschön. Mal gucken, was er macht. Wahrscheinlich uns fast wieder umbringen. Ja, hat leider überhaupt keinen Sinn. Egal, was wir machen. Er bringt uns in einem Schlag um. Hm. Das ist ja übel. Ja, Tefrit wird wahrscheinlich überhaupt keine Schnitte gegen den sehen. Immerhin ist er Erdelementar gegen Wind. Und er macht Schlafattacke. Wie zu erwarten war. Und dann sind wir sofort wieder aufgewacht. Tja, Fred. Ich meine, du bist zwar gut, Kollege und so. Ich halte auch große Stücke auf dich. Aber ich halte nichts gegen dich, wenn du gegen diesen Boss hier verlierst. Erdattacke! Bumm. Ich wünschte, wir könnten Items benutzen, während wir unsere Monster draußen haben. Das wäre sehr nützlich. Schlaf, natürlich. Nur 27. Wir müssen schon wieder jetzt sofort wieder aufstehen, genauso wie die letzten paar Male. Ich glaube, er heilt sich gerade wieder. Ja, Seterian hat sich wieder hochgeheilt. Das ist Tefrits eindeutiger Tod. Ja, ich befürchte, da gibt es nichts, was wir tun können. Nutze bitteren Krugwurz auf dich selbst, der uns voll heilen sollte. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir eine Attacke ausweichen oder sowas in der Richtung. Das wäre das Einzige, was uns jetzt irgendwie retten könnte oder so. Er macht diesen komischen Magietornado. Autsch. Ja. Ne? Er hat die Möglichkeit, uns gleich einfach umzubringen. Ist das große Problem? Reicht der gute Likör, um den voll zu heilen? Nö, dann machen wir exquisiten Likör. Batakuga, unsere einzige Hoffnung. Und die Tatsache, dass wir einen Angriff von ihm... Halt! Wir haben überlebt! Er hat nicht angegriffen. Batakuga, raus mit dir! Wir haben eine Chance. Eine kleine Chance, aber wir haben eine Chance. Okay. Aber nur wenn er uns nicht einschläfert und killt. Elementarer Angriff, aua.
Ja. Feuerattacke. Greif ihn an. Ja, soweit noch gut. Ja, oh nein, er macht wieder den Schlafangriff. Okay, er hat uns nicht eingeschläfert. Feuerangriff drauf. Ist er tot? Ist er tot? Wie? Oh, ernsthaft? Der lebt noch? Kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wir brauchen aber nur einen normalen Angriff. Der ist jetzt sowas von erledigt. Bonk. Nee. Der nimmt dadurch quasi keinen... Oh. Jetzt überlebt. Komm, dann mach halt den Feuerangriff. Ist ja wohl ein Scherz, dass er das überlebt hat. Weil überhaupt keinen Schaden durch einen normalen Angriff. Okay, das ist der Winddämon. Der darf angreifen. Verdammt, das war's. Patakuga ist tot. Wir haben alle unsere Monster verloren. Ich glaube, wir haben nichts zum Wiederbeleben, oder? Ne. Ach, dafür sind die Dinger gut. Tendai Uyaku belebt wieder. Gut für die Bauch... Auch Unsterblichkeitswurzel genannt. Ach, da oben steht jetzt volle Wiederherstellung. Okay, das ist... Auch für unsere Monster. Ah, da habe ich ja eben eine Tendai Uyaku total verschwendet, als ich sie an unseren Hauptcharakter gegeben habe. Ja, okay, nutz mal eben ein Metakrugwurz und teile dich mal schnell voll. In der Hoffnung, dass Mr. Winddämon nicht ganz so übermäßig viel Schaden an uns macht. Schauen wir mal. Winddämon Smash! Okay, dann nutzen wir die andere Tendai Uyaku, die wir hier mit uns rumschleppen. Und beleben damit... wen beleben wir denn am besten? Mardrek? Mal Mardrek beleben? Oder sollen wir lieber... Ich meine, der ist ja nicht wirklich elementar, der Typ, ne? Ich würde sagen, wir beleben... Hier, Tefray. Okay, Tefray wiederbelebt. Winddämon greift uns an. Blödes Mistviech. Okay, und dann ist das jetzt Tefrays Aufgabe, den Typen zu besiegen. Jesus. Nur weil wir nicht ganz voll geheilt und ohne Deva-Spiegel in den Bosskampf gegangen sind am Ende. Erdangriff. Dann hau den Winddämon mal bitte um. Bonk. Ja, kein Ding. Das eigentliche Viech ist keine wirkliche Gefahr, außer für Levant selbst. Allerdings ist er relativ schnell, wie man sieht. Kommt her, Freyd. Ausweichen. Immer wieder schön. Erdangriff bitte. Hauen um. Sehr gut, einmal noch. Sollte das eigentlich der Kampf gewesen sein? Sollte Tefray ihn erledigt haben? Bitte weich nicht aus. Sehr gut. Tefray hat's geschafft. Ah, Boss down. Puh. Tschisch. Da haben wir keine Tendai Uyakus mehr übrig. Und Tefray hat Level 18 erreicht. Immerhin etwas. Plus 4, plus 4, plus 1, plus 2, plus 2, plus 109 HP, plus 6 Mana. Ja, ich würde sagen, damit kann man leben. Da ist unser ganzes Team, ist scheintot. Beziehungsweise zwei sind tot. Und wir haben die ganzen Erfahrungspunkte für den Boss mal wieder nicht bekommen. Mann, du bist so stark geworden. Deshalb liebt dich Mabu also. Verglichen mit dir bin ich... Kein Kokonmeister. Danke. Mit deinem letzten Schlag haben mich auch deine wahren Gefühle getroffen. Es ist falsch, das weiß ich. Aber das ist auch ein Teil von mir selbst. Wir sind doch noch Freunde, oder? Nein. Du bist entfreundet. Fürs Leben. Stirb. Hier auf dem Fußboden. Tschüss. So, Problem gelöst. Und damit hätten wir jetzt auch den Windkristall in unserem Besitz. Fehlt nur noch Erde. Juwel des Windes erhalten. Wunderbar, wunderbar.
Jetzt müssen wir nur mal wieder ein paar Monster fangen, damit wir mehr Geld kriegen. Der Mensch wird noch eine andere Frucht des Wissens erhalten. Aber sie wird die Saat der Verantwortung in sich tragen. Reise des Herzens. Okay. Wir haben es geschafft. Wir haben einen dritten Kristall. Ich bin froh, dich heil wiederzusehen. Hast du den dritten Juwel erhalten? Ja, war nicht so schwer. Pling. Ausgezeichnet. Dieses goldene Etwas nennt man den Juwel des Windes. Es ist der Edelstein für die Prüfung der Eifersucht. Ah ja. Eifersucht kann verrückt machen. Widerstand gegen diese Qual beweist, dass die Kraft einer Freundschaft stärker ist als drohende Eifersucht. Sind auf jeden Fall jetzt nicht mehr die Todsünden. Jetzt bleibt nur noch ein Juwel zu finden. Lass uns den Weg für die letzte Prüfung freimachen. Aber gerne doch. Ich finde es nur ein bisschen bedenklich, dass wir jetzt keine Wiederbelebungsmittel mehr hatten. Für deine letzte Prüfung musst du dich in den Spinnenwald der Unterwelt wagen. Der Auserwählte der Dunkelheit wird alles in seiner Macht Stehende tun, um dich zu besiegen. Lass dich nicht von seinen Täuschungsmanövern verwirren. Ja, wir schauen mal. In dem Augenblick, in dem du die vier Juwelen vereinst, musst du dich dem Auserwählten der Dunkelheit entgegenstellen. Er wird deine Diener erbarmungslos auf die Probe stellen. Du solltest darauf vorbereitet sein. Ja, wird schon irgendwie hinkommen, ne? Also... irgendwie werden wir den besiegt kriegen, hoffe ich. Denke ich. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal heilen. Wie gesagt, wir sind ziemlich scheintot. Durch die ganzen Geschichten hier. Rum. Ab nach links. Hallöchen. Wir brauchen dringend Heilung. Dringend. Nagelzauber beschwören. Jo. Wir haben überhaupt keine Monster gefangen unterwegs. Aber die Heilung können wir dringend benötigen. Also, das muss sein. Rump. Und regeneriert. Jetzt müsste es dir besser gehen, dankeschön. Ja. Monster gefangen, wie gesagt, haben wir nicht. Also, da gibt es nichts. Ausrüsten. Wir sollten vielleicht Apatron wieder mitnehmen. Wir haben jetzt den Boss mit Patakuga besiegt. Also, ich schätze mal, Patakuga kommt jetzt erstmal wieder raus. Der nächste müsste ja jetzt eigentlich hier Erdelementar sein. Das heißt, wir brauchen Luft. Ja, gut. Wasser wird gegen den wahrscheinlich am wenigsten effektiv sein, aber ich habe Apatron irgendwie lieber als Patakuga. Insgesamt. Gut. Ende. Ihre Arbeit ist jetzt beendet. Und wir müssen dringend unsere Level ein bisschen wieder erhöhen fürs nächste Gebiet. Wie eigentlich jedes Mal, wenn wir in irgendein neues Gebiet reingehen. In den Shop rübergehen hat überhaupt keinen Sinn, wir haben nämlich kein Geld. Und deswegen, wie gesagt, müssen wir dringend das ein oder andere Monster fangen, damit wir wieder ein bisschen Budget zurückbekommen. Also, auf geht's. Und im letzten Fall haben wir so gut wie nichts erkundet. Das heißt, wir haben bestimmt auch den ein oder anderen Skelettschlüssel und entsprechend die ein oder andere Truhe nicht bekommen, die wir da hätten kriegen können. Dunkelheit. Unterwelt. Tod und Vernichtung. Immer diese lustigen Glöckchen. Schau mal, wie es hier jetzt aussieht. Ja, nachdem der Baum in Ketten gelegt wurde, ziemlich düster. Okay. Ja. Kurzes Team gecheckt. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Da haben wir direkt den ersten lustigen Drachen. Die Drachen waren hier auch schon vorher, glaube ich. Berbansa. Allerdings waren hier etwas andere Drachen vorher. Ist natürlich jetzt genau ein luftelementarer Gegner. Ist natürlich doof.
Dann holen wir einfach Mardrak mal dagegen raus und gucken, was Mardrak dagegen ausrichten kann. Das ist sicher so eine lustige weiße Hülle. Er ist Stufe 16 allerdings. Pump, hat aber nicht übermäßig viel HP, was sehr gut ist für uns. Er macht einen Donnerangriff, okay. Ist Magier. Dann ist Mardrak natürlich nicht so ganz die richtige Wahl, glaube ich. Denn seine Magieverteidigung ist alles andere als genial. Aua. Wir wechseln mal schnell auf Arpatron. Ich glaube, in unserem gesamten Team hat er immer noch die beste Magieverteidigung. Ganz abgesehen davon braucht er die Level hier am dringendsten. Und Spezial. Wasserangriff. Bonk. Sehr gut. So, damit sollte Arpatron jetzt Level 16 erreicht haben. Level, Level, Level. Sehr gut. Stufe 16 erreicht. Arpatron. Plus 4, plus 3, plus 3, plus 2, plus 3. Plus 81 HP. Das ist sehr gut. Mardrak wurde wieder ein bisschen geheilt. So. Hier rechts müsste eigentlich der total falsche Weg sein. Aber wir gehen mal hier durch, allein schon, um ein bisschen erkunden zu können. Da vorne sind immer noch diese lustigen Plattformen, die nichts für uns tun. Da kommt uns ein Monster entgegen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Ein alleinstehendes. Ja, es ist ein Touren. Aha. Auf vollen Touren. Hoho. Ja. Ob wir den mit Mardrak einfach so down kriegen, ist die Frage. Wir holen mal Tearfraid zur Unterstützung vorher raus. Um ein bisschen extra Schaden zu machen. Sieht aus, als hätte jemand einen von diesen Würmern mit einer Libelle gekreuzt. Ziemlich hässliche Viecher. Okay, Tearfraid. Erdangriff. Bams. Sehr gut. So gehört sich das. Viel Schaden. Auch ein Magier. Alles Magier hier. Achso, der macht das Feld Windelementar. Ist nett von ihm. Ne, Erdelementar natürlich. Es war grün, deswegen denke ich ja natürlich an Wind. Das hilft nämlich unserem Angriff deutlich aus. Und dann benutzt er noch nicht mal einen elementaren Angriff, die hohle Nuss. Gut, dann wechseln wir jetzt zu Mardrak rüber. Und dann kann Mardrak die Erfahrungspunkte für den Typen abstauben und sein Level deutlich erhöhen. Spezialangriff, Windattacke, machen platt. Bams! Gute Arbeit, Mardrak. So, jetzt haben unsere Viecher auch ordentliche Level. Blong, blong. Stufe 16, Stufe 17, Stufe 18, plus 2, plus 2, plus 1, plus 1, plus 1, plus 60 HP, plus 5 Mana. Wunderbar. So muss das sein. Jetzt kann ich schon wieder deutlich mehr mit unseren Monstern leben, die wir hier haben. Hier ist dieses Mal nichts. Okay. Im Untergrundwald haben sie hier schon mal nichts drin versteckt. Dann halt nicht. Gehen wir mal hier rüber und gucken weiter. Hier vorne müsste es irgendwo auch Richtung dieses Mini-Dorfes gehen. Diese eine kleine Hütte, die da im Wald stand. Und das kleine Mädel müsste hier irgendwo rumspringen, falls sie überhaupt da ist. Ja, ist da. Oh, ist aber ein Geist. Hilfe! Hör auf zu reden, das tut weh! Ah! Oh. Bist du ein Gegner? Der Wald ist von Zorn durchdrungen! Du weise Bestie! Sollte ihre Dummheit erkennen. Tut sie. Tut die weise Bestie gerade sowas von. Die ist der Boss? Willst du mich denn verarschen, Spiel? Da habe ich nicht mit gerechnet. Nutzen. Deva-Spiegel. Er wird der Erdboss sein, also auf Mardrak. Immerhin haben wir ihn gerade auf Stufe 17 gebracht. So, Mardrak gestärkt. Oh, Moment, er greift uns so an. Aua. Okay, habe ich nicht mitgerechnet, aber dann. Dann holen wir erstmal Tearfraid raus. F
Vielleicht macht er noch nicht seine Beschwörung. Vielleicht ist es nicht der richtige Boss. Erdangriff. Bonk. Ja, ordentlich Schaden. Scheinbar ist er nicht der richtige Boss. Ist quasi ein Fake-Out-Boss. Minimal HP übrig, dann gehen wir jetzt auf Mardrak rüber, damit er die Erfahrungspunkte kriegt fürs Boss-Killen. Von dem fetten Elefanten hier. Und Angriff auf den Erddämon. Bonk. Okay, also der konnte nix, aber er hat mir Angst gemacht. Das hat er erfolgreich geschafft. Ich habe einen Deva-Spiegel verschwendet. Level up! Level up! Meine Güte, bringen die viele Level. Okay. Plus 3, plus 2, plus 1, plus 1, plus 2. Plus 2 Level, plus 65 HP, plus 5 Mana. Sehr gut für Mardrak. Der Wald strotzt nur so vor unsäglichem Zorn. Offensichtlich. Es ist noch nicht vorbei. Ich werde den Juwel der Erde nicht aufgeben. Offensichtlich. Es werden wahrscheinlich 3 Bosskämpfe werden gegen alle 3 von diesen Ja-Viechern. Dann wird bestimmt noch einer von den Bossen drüben bei dem Haus sein. Und der letzte bei dem Typen selber. Was ein Kampfprinzip hier. Ja, nicht ganz ungefährlich. Muss man im Spiel mal lassen. Da ist ein praktischer Speicherpunkt. Von daher würde ich sagen, machen wir wieder eine kleine Pause an dieser Stelle und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir mal gucken, ob wir das Erdjuwel in unseren Besitz bringen können und dann zum letzten Bosskampf antreten. Bis dahin. See ya.